Willkommen Mir erklärt zurück keiner das. zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin Das ist auf doch der nichts Suche Neues. nach, wie war dein Name Wortlaut? Nach dem, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. So, ich bin Pfadfinder. Und ich habe Das mal einen ist Blick doch auf die ein Karte Problem. geworfen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist dieses rechte, Genau das habe rechts ich auch unten, dieses gesagt. schwarze Gekrakel. Das ist natürlich das, was Das Skip habe ich drauf noch gar nicht gemalt hat. Ist gewusst. mir noch gar nicht aufgefallen gewesen. Da ist Das wohl, gibt doch da nur sind noch wohl mehr die Ärger. Banditen, mit denen der handelt. Das war doch Ansonsten, schon der vorher Pfad der klar. Gläubigen, naja, keine Ahnung, da sehe ich Daran nichts. wird Im sich nie Kloster ist etwas es ändern. nicht. Also schätze ich mal, wird zumindest der Das ist doch Anfang alles nur Gerede. der Weg hier aus dem Kloster raus sein. Das Ich sollt kann ihr ja doch mal besser Petro wissen. Hey, fragen, du! ob der mehr dazu weiß. Nein, Ist tut er das wirklich nicht. wahr? Dann hatte ich mir überlegt, es geht ja um irgendwelche Zeichen Innos. Das naheliegendste wäre ja die Sonne. Die Sonne geht, wie wir alle wissen, im Osten auf. Das wäre auf der Karte also in diese Richtung etwa. Zufälligerweise führt da auch ein Weg hin. Jo, dann gehe ich doch mal hin. Es könnte natürlich auch was anderes bedeuten. Zum Beispiel eine Spur von Magiern, aber das wäre natürlich ziemlich unsinnig, denn die Magier könnten sich ja von der Stelle bewegen und keine Ahnung haben, wann die Erwählten kommen. Was es noch sein könnte, sind diese Schreine, die da überall stehen. Auch wenn die ja eigentlich. Naja, okay, es kommt darauf an, wie man es interpretiert. Sind es die Schreine für Innos oder also die Zeichen für Innos oder die Zeichen von Innos? Weil die Sonne wäre zum Beispiel ein Zeichen von Innos. Aber die Schreine, die hat ja Innos nicht selber gebaut. Die haben ja Gläubige gebaut. Das heißt, das sind dann Zeichen für Innos. Das ist halt die Frage. Was davon ist der Fall? Aber, soweit ich mich erinnere, ist hier ein Schrein, genau. Und der führt mich letzten Endes ja auch in die gleiche Richtung, die ich mir anhand der Sonne überlegt habe, nämlich nach Osten. Von daher laufe ich da einfach mal in diese Richtung. Ach, guck mal! Den kenne ich doch. Ist das nicht einer von meinen Kollegen? Bevor der jetzt mich hier verprügeln will. Igaratz. Es ist geschehen. Innos hat mich erwählt. Und ich nehme teil an der Prüfung der Magie. Ah ja, das klingt tatsächlich so, als wäre zumindest einer meiner Gedanken richtig gewesen. Ich bin mit von der Partie. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Du hast was getan? Also entweder bist du ein Liebling von Innos oder völlig verrückt. Beides. Ich habe schon eine Menge verrückter Sachen gemacht. Dann werde ich das wohl auch schaffen. Sag ich doch. Innos hält seine Hand über mich. Deshalb werde ich diese Prüfung bestehen. Nein, das ist so eine Hand wie bei, wie heißen die? Keine Ahnung, wie die heißen. In Zelda. Bei Isaacsons Moms Hände. Die kommen runter und fangen dich. Hast du Argon oder Ulf gesehen? Wir haben uns an der Herberge getrennt. Ich bin zu den Bauernhöfen gegangen und die beiden sind zusammen losgezogen. Aber wohin, weiß ich nicht. Und? Schon was herausgefunden? Da du es sowieso nicht schaffen wirst, kann ich es dir auch sagen. Spare dir deine Suche bei den Bauernhöfen. Dort gibt es nichts, was dich weiterbringt. Okay, vielen Dank. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Vergiss es. Diese Mission werde ich alleine schaffen. Naja. Du wärst mir nur ein Klotz am Bein. Werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen, wer am Ende gewinnt. Hast du was Neues rausgefunden? Bisher noch nicht, aber ich suche weiter. Beziehungsweise, wer am Ende die Prüfung besteht. Und da es gerade dunkel wird, werde ich hier wie immer meinen Fernkampf zur Hand nehmen, beziehungsweise kurz bei Dragomir vorbeischauen, der ganz viele Fälle hat. Interessant. Aber eigentlich suche ich sein Bett, um eine Runde zu schlafen. Hat der Mann kein Bett? Ne, sieht nicht so aus. Okay, der Mann hat kein Bett. Gut, dann muss ich halt hier eben im Dunkeln weiterlaufen. Was soll's? Gibt's schon mal was? Jo, genau, das hier ist der Weg, an dem der stand. Dem folge ich einfach mal eine Weile. Und ich sehe gerade, dass der Feuerball gar kein Licht macht. Das ist ein bisschen ungeschickt.
Aber ehrlich gesagt, hey, ich bin doch Magier, oder? Also unter uns. Ich bin Magier und Magier haben einen Lichtzauber. Tada! Siehste? Geht doch. Wo war jetzt das Problem? Ah, siehste, guck mal, da. Ein Innos-Schrein. Ist vielleicht auch der richtige Weg hier. Auch wenn es gerade eher Richtung Norden geht. Na, nee, gar nicht mal. Wow, da habe ich mich ja voll verschätzt. Es geht voll Richtung Osten. Genau der richtige Weg. Also sind meine beiden Vermutungen immer noch kongruent, wie der Mathematiker sagt. Geht's da runter in den Abgrund? Nein. Hier ist auch kein Gegner. Ich will dem Weg folgen, nicht irgendwie hier runterfallen. Aber da oben würde ich schon mal gerne einen Blick hinwerfen. Einfach für die Aussicht. Ein See. Ach, Moment, ist das der See? Die andere Seite quasi, hinter dem Durchgang von dem, oder bei dem See vorm Kloster. Da werfe ich gleich mal einen Blick auf die Karte. Wie das hier aussieht. Und, ja, tatsächlich. Ich hätte wahrscheinlich einfach da unten sogar schwimmen können. Aber hier ist ein weiterer Schrein. Oh, oh, ich höre Wölfe. Da unten sind Wölfe. Und wisst ihr was? Ich habe so wenig Mana. Und Magier hin oder her, mit dem Stab kann ich nicht kämpfen. Ich will hier eine richtige Waffe. Magie ist zwar wahrscheinlich stärker als die Waffe, aber ich habe halt nur die Rollen bisher, keine Runen. Und jede Rolle kann ich nur einmal einsetzen. Und dementsprechend würde ich mir die gerne ersparen für dann, wenn ich sie wirklich brauche. Und bis dahin bin ich ja einigermaßen gut genug mit dem Schwert. Abgesehen davon habe ich eh viel zu wenig Mana. Ich habe zu wenig Rollen, ich habe zu wenig Mana. Bin halt nur Novize und kein Magier. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Da. Komm her. Da ist auch schon der Nächste. Und tot. So, jetzt mal aus dem Weg, ihr dummen Blätter. Nichts zu holen. Ihr nehmt ja die ganze Sicht. Puh, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Sondern hier unten. Das ist auch so ein Karren irgendwie, ne? Da wurde jemand überfallen, so wie das aussieht. Das ist aber nicht... Ach, warte mal, ich bin ja jetzt auch den Weg entlang gegangen, den... Wie ist der? Ich hab's schon wieder vergessen. Der Waldläufer, der Jäger da unten. Boromir war es nicht. Wie hieß der denn? Irgendwas mit G. Bei dem ich am Anfang war, wo ich schlafen wollte. Ach, keine Ahnung. Der hat mich ja auch hier hingeschickt, um seine Armbrust, glaube ich, zu besorgen. Dummdi-dumm. Pfeile. Weil ich Pfeile eigentlich gar nicht mal so wirklich brauche. Und ein Schwert nehme ich. Aber Pfeile kann man gut verkaufen. Ich meine, ein Pfeil ist eine Münze wert. Wie im ersten Teil auch. Ein Pfeil ist ein Geldstück. Im ersten war es ein Erzstück. Hier ist ein Geldstück. Egal. Soll mir recht sein, ich nehm's. Davon kann ich mir lecker Sachen kaufen. Und aus dem initialen Lederbeutel. Da wüsste ich doch zu gerne, was sich darin befindet. Zwei Lederbeutel und ein Lederbeutel. Zweimal mit 25 Gold, einmal mit 50 Gold. Ich lasse die mal zu. Weil wenn ich jetzt doch irgendwie beklaut werden sollte, dann behalte ich die Beutel, weil die nicht zu meiner normalen Goldmenge gehören. Und wenn ich dann das Gold brauche, um mir irgendwas zu verkaufen, andersrum, dann kann ich die einfach öffnen und das Zeug rausnehmen. So. Ich höre Goblins. Sind wohl da oben irgendwo. Rechts über mir. Ups, das war die falsche Taste. Ich glaube schon, dass es hier der richtige Weg ist. Also letzten Endes auch, weil ich gerade so dermaßen viele Spruchrollen gefunden habe und hier so viele Pflanzen.
Und dann nochmal so viele Pilze. Also es spricht schon dafür, dass das hier Magier lang gehen sollten. Diese Goblin-Horde macht mir ein bisschen Angst. Na, komm schon, lass dich mal... Sag mal! Triffst du bitte mal? Danke! Und den einen mit einem Schlag, oder wie? Und den auch mit einem Schlag. Was zur Hölle? Und vor allem, warum geben die verschieden viel Erfahrung? Ich habe mich gerade gewundert, warum es plötzlich dunkel wurde, aber das liegt natürlich daran, dass mein Lichtzauber jetzt aufgehört hat zu wirken. Die Sonne ist ja schon längst untergegangen. Immerhin haben sie ein paar Fische dabei, die kann ich essen und mich heilen. Und ich sehe gerade, hier hinten geht es auch weiter. Ich frage mich nur, muss ich hier lang oder muss ich oben lang? Also Gegner scheint es hier keine zu geben. Was sagt denn die Karte dazu? Scheint eine Sackgasse zu sein. Andererseits soll ich ja zum Ende des Pfades gehen, ne? Oh, ein Schattenläufer. Ne, hier bin ich falsch. Hier bin ich aber sowas von falsch. Was war da gerade so hell? Bist du hinter mir? Ne, gut. Kein Schattenläufer hinter mir. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, ey. Nun gut, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich mal eine kleine Rast einlegen. Am besten mache ich das bevor... Ach, da war schon wieder so ein Licht. Gut, vielleicht kommt das ja vom Himmel, wenn es irgendwelche Blitze sind oder so. Eine kleine Rast hier einlegen. Ich brauche 55 Lebenspunkte, wenn mich nicht alles täuscht. Da hole ich mir doch hier schon mal 45 und dann müsste ich noch 10 brauchen. Genau. Und dann eine Heilpflanze. So, mein Mana. Da fehlt mir 10. Ich hab doch irgendwo Mana. Ah, ich hätte natürlich Blauflieder futtern können, klar. Das hätte mir Mana gegeben. Ansonsten habe ich doch hier noch... Wie heißen die Teile? Feuer, genau. Feuerwurzel, Feuernessel. Auch hier würde ich wieder argumentieren, ich will tendenziell die starken Tränke brauen, also futter ich die schwachen. Zumindest in Maßen, wenn es sich irgendwie anbietet und wichtig ist oder nötig ist. So, was sagt denn die Karte? Ist es denn Osten, wo der Weg hinführt? Oder bin ich jetzt schon langsam am Kartenrand? Ja, es macht eine kleine Biegung, aber danach geht es Richtung Osten weiter. Und dann aber relativ bald nach Norden. Was ist da links am Wegesrand? Da ist so dunkel. Ach, und übrigens, welche Rollen habe ich denn jetzt eigentlich vorhin gefunden, die Spruchrollen? Ich habe Windfaust, ich habe einen Wolf rufen. Schlaf hatte ich schon. Oh, mittlere Wunden, leichte Wunden heilen. Nochmal Licht, okay. Und ich glaube, Eispfeil und schwere Wunden heilen hatte ich davor auch nicht. Feuerpfeil hatte ich. Ein paar neue Sachen dabei, vor allem Heilzauber. Ist eine nette Sache zu haben, macht mich allerdings ein bisschen nervös, dass das Spiel denkt, dass ich die brauche. So, ich höre Gegner. Wo sind die? Auf der anderen Seite der Brücke vielleicht? Na, da vorne ist Ulf. Guck mal. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ach, vielleicht ist es der Schattenläufer. Ich bin ja jetzt ziemlich genau oberhalb von dem. Das kann natürlich sein. Dass ich da jetzt einfach den Schattenläufer gehört habe. Auch wenn es eher wie ein Wolf klang. Und hier sind noch mehr Pflanzen. Was gibt's hier? Da war wieder der Wolf. Der war jetzt aber definitiv ein Wolf. Geht's hier noch hoch irgendwie? Weil der Wolf kam aus dieser Richtung. Auf jeden Fall gibt's hier ja noch ein paar... sehr schön. Mana und Heilkräuter. Das finde ich ja super. Die nehme ich mir gleich mit. Erstens, um sie zu essen und zweitens, um Tränke zu brauen. Und drittens, weil ich das sowieso vergessen werde und dementsprechend nie wieder hierher komme. Das heißt, also nicht zuletzt deswegen ist meine Strategie eigentlich, wenn ich irgendwas finde, auch wenn es ein bisschen länger dauert, mitnehmen.
Nimm, was du kriegen kannst. Denn zumindest Kräuter und so klaut mir keiner, wenn er mich überfällt. Die wollen alle nur das Geld. Aber weiter hoch geht's hier auch nicht, ne? Also wenn hier irgendwo Wölfe sein sollten, dann sind die vielleicht hinter den Felsen auf der anderen Seite. Gut, dann begebe ich mich doch hier mal über die Brücke rüber. Oder gibt's hier drüben noch? Ah, tatsächlich. Hier ist noch eine Heilpflanze, voll übersehen. Wahrscheinlich, weil ich gerade mit Zauber in der Hand darüber gelaufen bin. Noch mehr davon. Wie nett. Das hier ist nix. Aber da geht's doch noch hoch, oder? Was gibt's denn hier so Tolles? Sag mal. Sag mal, noch mehr? Oh, was ist das? Eine Armbrust. Das ist aber nicht die Armbrust von dem Typen, oder? Oder steht da zufällig ein Name drauf? Nö, eine ganz normale Armbrust, die 60 Stärke braucht. Ich habe 27. Also nicht wirklich annähernd genug dafür. Ja, ein paar Bolzen. Oh, noch ein Lederbeutel, sehr schön. Noch ein Wasser, okay. Also hier ist wohl jemand überfallen worden. Oder überrascht worden, überrascht umgekommen. Denn wenn der hier langsam elendig zugrunde gegangen wäre, dann hätte er sein Wasser ja getrunken. Um die letzten paar Minuten vielleicht doch noch zu überleben. Das heißt, irgendwas Gefährliches ist hier in der Nähe. Das könnte natürlich der Schattenläufer unten sein. Ah, jetzt habe ich ihn gehört. Das war definitiv der Schattenläufer. So, und hier von hier rechts kommt Licht, oder? Aha, eine Steintafel. Nicht ganz das, was ich dachte. Ich dachte eher eine Höhle, aber eine Steintafel. So, und wie ihr vielleicht gerade merkt, versuche ich gerade noch nicht zu Ulf zu gehen. Warum? Naja, meine Uhr sagt, die Folge ist gleich zu Ende. Und ich würde sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und spanne euch auf die Folter. Und wir erfahren dann erst beim nächsten Mal, was der nette Ulf... Nett? Fragezeichen? Keine Ahnung. Was Ulf so zu erzählen hat. Es ist Ulf, ja. Gut. Und, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, wie ich das so gerne sage. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Ulf. Bis dahin.